Und es begab sich zu der Zeit, als der große Prophet fiel, dass jener zu seinen Jüngern sagte: Fürchtet euch nicht, ich werde wiederkehren, und ein goldenes Licht der Dummheit wird mich umleuchten. Und siehe, nach kurzer Zeit erstand er auf und brachte ein neues Video. Ja, ihr habt richtig gehört. Thomas ist mal wieder aus der Hirnschmelze erwacht und beglückt uns mit einem neuen Video. Wäre ich noch mein altes, meckeriges Ich, würde ich sagen, Thomas ist blöd wie eine Kuh und würde das Ganze ruhen lassen. Warum? Nun sagen wir es mal so, dieses Video ist apeshit crazy. Oder, um es freundlicher auszudrücken, dieses Video verfolgt die Mentalität, dass wenn ich ganz schnell mit einem Auto gegen eine Wand fahre, die Wand ganz bestimmt aus dem Weg geht. Warum? Nun, ich werde euch den Hintergrund des eigentlichen Videos erklären, mit dem Thomas gearbeitet hat, und werde dann auf das Video von Thomas eingehen. Das eigentliche Video kommt von der Netzwerkorganisation Kein Täter werden, die Pädophilen eine kostenlose Therapie unter Schweigepflicht verspricht. Das heißt, wenn man pädophile Neigungen hat, kann man da zu diesen netten Leuten hingehen, wird kostenlos therapiert und man braucht keine Angst haben, dass irgendjemand was davon mitbekommt. Thomas interpretiert diesen Werbespot allerdings so: Wir finden Pädophilie super! Und jeder von euch, der sich jetzt fragt, wie zum Teufel soll das bitte funktionieren, das wäre so, als ob Greenpeace den Regenwald abholzen würde oder als ob Peter Robben schlachtet. Tja, das frage ich mich auch. Aber bevor irgendjemand sagt, du stellst das völlig falsch dar und du bist ja total böse und meh, möchte ich in meiner Version als neuer, freundlicher Typ mit der Sonne im Hintern euch zuerst das eigentliche Video zeigen und dann den Spot, den Thomas sich hervorgehoben hat, um seine Aussage zu stützen. Also dann, ich hoffe, es gefällt euch und wir sehen uns gleich wieder. Schon früh habe ich gemerkt, dass ich anders ticke. War schon klar, wie man über solche wie mich denkt. Krank. Pervers. Abschaum. Dachte ich ja auch. Dabei habe ich meine Fantasie noch nie ausgelebt. Durch die Therapie habe ich gelernt, niemand ist schuld an seiner sexuellen Neigung. Aber jeder verantwortlich für sein Verhalten. Ich will kein Täter werden. Präventive Therapie verhindert sexuellen Kindesmissbrauch. www.keintäterwerden.de Dabei habe ich meine Fantasie noch nie ausgelebt. Durch die Therapie habe ich gelernt, niemand ist schuld an seiner sexuellen Neigung. Einer sexuellen Neigung, einer sexuellen Neigung, einer sexuellen Neigung, einer sexuellen Neigung, einer sexuellen Neigung. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Zum einen, weil desto länger ich darüber nachdenke, desto mehr möchte ich kotzen. Und zum anderen ist das hier etwa der 40. Take, den ich für diese Aufnahme mache. Ich möchte einfach jetzt mal frei meine Gedanken äußern. Ich schneide das nicht mehr und pack's einfach ins Video, weil ich kann einfach nicht mehr bei dem Typen. Wir haben hier Pädophilie. Pädophilie ist eine geistige Störung oder Geisteskrankheit oder wie auch immer man es nennen möchte. Das heißt, ich gehe nicht aus freiem Willen zum Kindergarten, hole mir da aus freiem Willen den kleinen Kevin und vergewaltige den, sondern ein Drang zwingt mich dazu, zu diesem Kindergarten zu fahren, zwingt mir diese Gelüste und diese Fantasien auf. Und eine Organisation wie Kein Täter werden hilft Pädophilen, diese Gedanken und diese sexuellen Zwänge loszuwerden. Damit sie eben nicht zum Kindergarten fahren und den kleinen Kevin in ihr Auto zerren. Und Thomas hat nichts Besseres zu tun, als auf einer Zeile rumzureiten, die übrigens noch nicht mal falsch ist. Man sucht sich nicht aus, eine Geisteskrankheit zu haben. Man sucht sich genauso wenig aus, homosexuell oder heterosexuell geboren zu werden. Man wird so geboren oder man bekommt eine Geisteskrankheit, da kann man nichts für. Und Thomas stellt sich hin und sagt, guck mal, die sind scheiße und sorgen dafür, dass Pädophilie super, mega, super, ultra anerkannt wird, weil man sagt, man ist nicht selber dran schuld. Ich weiß nicht mehr,